Da sind wir wieder bei Banjo-Tooie und wir sind hier gerade im großen Fisch. Und wir haben Jollys Freundin gefunden, oder? Ich glaube nicht, dass es die Schwester war. Ich glaube, es war die Freundin. Gab es hier noch etwas? Das ist so verwinkelt hier alles. Das ist leider sehr nervend. Ich hoffe, das war's. Ich tauche jetzt nach da vorne wieder. Genau da. So. Na, bei mir ist es gerade sehr bewölkt draußen. Ich hoffe, dass es nicht regnet heute. So, das war's dann auch schon hier. Dann gehen wir jetzt in den nächsten Ort bei Atlantis, da ins nächste Haus, in die nächste Katakomben. So, nämlich das hier. Kazooie, jetzt bist du dran. Nämlich ausrichten und Vollgas aufmachen. Haben wir eigentlich schon alle Noten? Ja, gut, das ist gut. Wir haben auch schon fast alle Gingers. Okay. Kommen wir gar nicht so vor, dass wir so viele gefunden haben. Nein. Okay, diesmal hat er mich erwischt. Ah, da ist sie. Die Cheeto-Seite. Ich wusste, dass die irgendwo hier war. Eine Trennplatte brauchen wir sicherlich. Die Frage ist, mit wem soll ich gehen? Ich gehe mit Kazooie. Ach, dieser Ort ist einfach nur zum Trennen da. Du bist ein Fake. Na toll. Nur die Trennplatte und die Cheeto-Seite. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da hin? Dann kannst du alleine tauchen? Ja. Nee. Kann sie nicht. Oh Gott, das wird sehr nervig. Hier, da ist so ein. Das ist offen hier. Ist nicht zum Festklammern? Nee, okay. Das muss ich mir merken. Dann ist nur noch das da, das große Ding. Geht es nur mit Kazooie auf? Nee, es war hier. Es war in der Reihenfolge. Ich glaube, das war genau die Reihenfolge, die da oben ist. Das 3 Dreieck, 3 Pi und Ohm. Ich schreibe mir das kurz mal auf. Drei
Dreieck. Drei, wenn der Stift mal schreiben würde. Drei. Pi. Ohm. Ohm ist der Widerstand. Ich schreibe Montag Physik, ich muss das lernen. So. Dreieck. Jetzt kommt Dreieck. Dann 2 mal 3. Dann Pi und Ohm. Geöffnet. So, tut mir leid, dass ich wieder ein bisschen leiser werde. Das ist der 5. Part, den ich aufnehme. Und das ist heute sehr stressig, das Aufnehmen. Weil ich die ganze Zeit gestört werde durch Telefonanrufe und sonst was. Und diese Steam-Geräusche. Und eigentlich wollte ich ab dem 4. Part aufhören, aber hier unten kann ich schlecht aufhören. Oh, jetzt kommt das Schlimmste. Ich versuche es. Ich muss es schaffen. Hallo du. Oh, hi, ich heiße Cross. Cross klingt nicht sehr nach Schwein, oder? Cross gebraten? Eigentlich heiße ich Cross gebraten. Ja, verstehe. Was tust du hier, Herr Braten? Ich mache Urlaub und versuche, diese wundervollen Zeichnungen an den Wänden zu fotografieren. Klingt faszinierend. Ja, das ist es, aber das sind diese verfressenen Fische. Hast du keine Harpune? Ich hatte nur genügend Dublon für diese Superkamera. Vielleicht könntest du mich beschützen, während ich da unten bin. Ja, machen wir. Ich frage mich nur, welche Eier ich benutzen soll. Alles gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest. So, ich muss mich am besten in eine Ecke stellen. Oder auch, nee, ich weiß es gerade nicht. Ich stelle mich mal hier hin. Ich hoffe, du bist soweit. Da kommen sie. Okay, einmal reicht. 50 Sekunden. Oh Gott, ich kann nicht zählen. Es kommt da hinten einer. Gott sei Dank haben die eine große Hitbox. Nein, ich hab den gar nicht gesehen! Oh, das war fies, aber es ging ganz gut. Nochmal. Tja, scharfe Zähne, streng dich bitte etwas mehr an. Versuchst du es noch einmal? Ja. Das war nicht schlecht. Also gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest, ich bin unten. War nicht schlecht. Jetzt würde ich es, glaube ich, auf jeden Fall schaffen. Ich hatte nur 15 Sekunden. Ich habe nur diesen Fisch nicht gesehen. Wenn die genauso kommen wie vorher, dann werde ich schaffen. Ich hoffe, du bist soweit. Da kommen sie. Da ist einer. Da. Oh Gott. Ja, wenn die von meiner Seite auskommen, dann sehe ich sie nicht. Ah, ich kann nicht. Oh, das Ziehen ist schwer. Ich habe zu wenig Eier. Ich muss kurz mal auftanken. Ja, ich möchte aber kurz schnell die Eier aufladen. Alles gut, wenn du mir dann noch einen Funken könntest. Ja, mach ich doch. Nein, nicht die Eier. Verdammt.
Nein, das ist richtig schlecht hier. So. Ja, ich bin soweit. So. Jetzt habe ich eine andere Sicht, jetzt muss ich aufpassen. Ich glaube, einer ist neben mir, unter mir gespawnt. Circa zwei. Gott, ist das stressig. Einer ist, glaube ich, unter mir. Oh, ich habe es geschafft. Ich glaube, das reicht. Ich gehe wieder an die Oberfläche. Gott sei Dank. Das hätte ich jetzt, glaube ich, nicht mehr geschafft. Würden das nur 5 Sekunden oder so sein. Gott sei Dank habe ich es. Ich habe alles im Kasten. Vielleicht hast du Interesse an diesem Ding hier. Ja, das habe ich. Frag mich, wo ich mich treffen muss. Tja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Tschüss. Keine Ahnung, wo du wegfährst, aber egal. So. Das Loch ist jetzt immer noch da. Warte, ich will wissen, ob man da raus kann. Nein, kann man nicht. So, der Ausgang ist da, aber ich möchte gern versuchen, noch ein paar neue Eier zu bekommen. Dankeschön. Dann mache ich mich jetzt auf den Rückweg, dann machen wir... Ach komm. Ich verliere die ganze Zeit rote Federn, wenn ich mich verdrücke. Okay, pass auf, ich habe eine Idee. Wir porten uns hier weg. Wir haben hier ja eigentlich soweit alles getan. Und dann gehe ich zum Anfang. Zum Stadtzentrum. Hol mir das Puzzleteil von Jolly Roger. Und dann werden wir im nächsten Part uns wieder von... werden wir wieder hier anfangen. Gehen dann da in den Keller rein, holen uns da diese Cheat-Seite. Und dann gehen wir zum UFO und das ist eine gute Idee. Danke für die Rettung aus den übrigen Inneren dieses grässlichen Seeungeheuers. Das war nur ein ziemlich großer Fisch. Mir kam er wie ein Ungeheuer vor. So, Jolly Roger. Danke, dass du meine Partnerin gerettet hast. Das war doch ein Klacks. Nein, ehrlich, ich bin dir sehr dankbar. Willst du einen Becher feinster Einweglimonade auf Kost des Hauses? Vielleicht später. Dann nimm wenigstens diese bescheidene Spuckstück an. Das nehme ich doch gerne. Das nehme ich doch gerne. Gut, Leute, dann würde ich sagen, dann beende ich den Part hier. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss.